Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind hier auf der Karte Weitesland. Jetzt fiel mir der Name nicht ein. Ich bin wie immer der Schotti von der Test-Area. Ja, und ich habe letzte Folge mal das allererste Mal mit der blauen Linie bei Autodrive gearbeitet und einen Kurs eingefahren, schon mal vom Fahrzeughändler zum Hof, einen Rundkurs. So, ich werde jetzt noch einen Parkplatz zuweisen für diesen. Na, ich sag jetzt erstmal für den Anhänger. Ne? Für den Kipper, der jetzt hinter dem Traktor hängt. Weil noch sind wir finanziell nicht so gut aufgestellt, dass wir so viele Traktoren haben am Ende, um einfach hinter jedem Anhänger oder hinter jedem Gerät den Traktor schon dran zu lassen. Und ich muss auch auf dem Hof dafür sorgen, dass die Fahrzeuge hier im Kreis fahren können. Das habe ich vergessen. So. Ich war ja da schon findig, aber naja. Einige von euch finden dieses Projekt schon jetzt interessant und sind neugierig drauf. Ich denke mir, es wird hier verdammt spannend werden. Es ist mal ganz was anderes. Wir müssen hier eine Menge neue Sachen rausfinden, die wir noch so gar nicht gewohnt sind. Und hier gibt es auch zahlreiche neue Tiersorten. Und ich glaube auch von der Gestaltung her ist diese Map so, dass wir bei der Verwendung von Cosplay auf den Feldern echt alle Einstellungsmöglichkeiten teilweise nutzen müssen, damit die Geräte da störungsfrei arbeiten. Ne? Also es bleibt spannend. Ich wollte doch noch mal gucken. Ja. Die Icons sind cool. Jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen. Ich habe mir noch extra zwei Sachen runtergeladen. Einmal Global Company Icons Add-on. Da sind dann die Icons auch beschriftet, damit man weiß, was was ist. Das fehlt mir hier ein bisschen. Und dann gab es dann noch so eine alternative Geschichte. Ich muss das mal mit installieren. So im Groben wissen wir es ja. Aber hier sind halt so viele verschiedene Sachen noch mit dabei. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Muss ich nächstes Mal dran denken. So, jetzt mache ich aber erstmal den Parkplatz fertig. So, dem Pickup habe ich auch erstmal einen Parkplatz gegeben. Testen wir auch gleich mal an. Fahr mal los. Und dem Schnuckelchen, dem müssen wir den Parkplatz natürlich zuweisen. Jetzt haben wir ja, wir wissen ja, es gibt ja bei Autodrive dann Gott sei Dank die Möglichkeit, auch Anhängern eine Parkposition zuzuweisen. Das heißt, wir können jeden Anhänger und jedes Gerät seinem eigenen Parkplatz zuweisen, ohne dass der Traktor immer zur ein und derselben Stelle fährt. Ne? Ich habe wieder den Ordner Parken Hof erstellt und Parken Kipper 01. Jetzt muss ich nur sehen, über die Taste G, wenn der Traktor leuchtet, ist der Traktor ausgewählt. Wenn das Kästchen hinterm Traktor leuchtet, ist das Anbaugerät, in dem Fall der Kipper, ausgewählt. Mit der rechten Maustaste auf das P wie Parken. Dann geht zwar Cosplay auf, aber hier ist die Bestätigung. Ne? Ich drücke mal drauf. Der wird jetzt eine Schleife fahren. Aber es wird klappen. So, da kommt auch schon der Pickup. Der wird sich auch jetzt schön einparken. Beim Pickup, also. Den Pickup einparken, das ist so easy. Da kann man, ne? Pickups und Traktoren überhaupt. Alle Fahrzeuge, die keinen Anhänger haben, die sind so easy einzuparken. Der Pickup kriegt immer einen Parkplatz. Immer. Weil den Pickup benutze ich zum Einfahren von Strecken am liebsten. Und ja, damit der nicht irgendwo auf der Map wild rumsteht und ich den dann suchen muss. Ne? Ich habe mir gedacht, komm, wir stellen den hier nebenhin. Da ist er wahrscheinlich nicht im Weg. Nö, das wird schon klappen. So, da hinten kommt der Traktor. Ich gehe davon aus, dass auch er das Einparken hinkriegen wird. Ich stelle mich hier rein. So, wenn der angerast kommt, will ich noch einen Schluck Kaffee trinken. Und dann müssen wir gleich mal gucken, womit wir heute weitermachen. Aber wir haben noch so viel zu tun. Also dieses Projekt wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen, glaube ich.
Aber hey, ist ja nicht schlimm. Es wird auch knifflig werden. Viel Bastelei, Fummelei. Ich habe von der Linux erfahren, dass es hier Felder gibt, wo die Bäume sehr penetrant und gefährlich am Feldrand stehen, wo man ewig drin hängen bleiben könnte und dass die Feldzugfahrten sehr klein sein sollen. Ja, da müssen wir halt gestalterisches Geschick auch mal anwenden, ne? So. Ja, passt doch, ne? Ich lasse den Traktor jetzt mal da dran. Was brauchen wir denn eigentlich als nächstes? Als nächstes brauchen wir einen, na, einen Drescher eigentlich, ja. Ja, genau. Als nächstes brauchen wir einen Drescher. Mähdrescher. Wir haben, also ich habe ja einen Lieblingsdrescher. Diesen hier. Der macht hier einen der macht einen sehr guten Job. Wird erstmal reichen. Der ist natürlich nicht billig, ne? So, Felgenfarbe, lassen wir die Farbe, wie es ist. Wir können ja auch nichts konfigurieren. 200.000 Liter Korntankinhalt, 60 km/h auf der Straße, 653 PS. Ich gehe davon aus, damit werden wir wieder gute Arbeit machen können. Moment. Wir haben hier hoch und runter buckelige Felder, ne? So, 465.000, 25.000, 90.000. Irgendwie ist mir, als wenn wir 1583 PS Motorausführung, Design, Reifenvariante, nee. Fendt, Design, Motorausführung, Kapazität 30.000, 60, 90, 30. Nee, nee. Nein, also wir werden sehen. Es klappt oder es klappt nicht. Ne? Wir nehmen den Eagle 355, den CRC 90, 200.000 Liter Kapazität. Der wird funktionieren oder er wird ersetzt. So einfach ist das. Ne? 425.000. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Schneidwerk. Wir haben das passende Schneidwerk. Ja, natürlich. Das hat uns damals der Arthur angefertigt. Hier. Ne? Er hat das Glasschneidwerk umgebaut. 23 Meter Arbeitsbreite, 50 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Und er sollte soweit erstmal damit alles Mögliche hinbekommen. Wir färben das Schneidwerk natürlich. Nee, nicht die Designfarbe. Die Hauptfarbe. Das ist Glas. JCB, John Deere, Challenger, Shootmaker. Wir wollen aber Holland. Bronze Metallic. Haben wir hier New Holland? Ich weiß das gar nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ach komm. Bronze Metallic. So, das passt super. Und Designfarbe. Schwarz Metallic. Das sollte so funktionieren. So, kaufen. Ja, jetzt ist ja natürlich die Sache auch so. Es wird eng. Na, steht aber schief, ne? Na, egal. Egal. Es ist eng auf der Map. Aber es ist, wie es ist. Wir werden hier mit großen Maschinen arbeiten. Wir haben natürlich aber auch den super Vorteil, dass wir hier bei verschiedenen Fahrzeugen angepasste Kollisionen und so haben. Ne? So. Aber wir müssen hier auch die Grundeinstellung. Ah, das dürfen wir nie vergessen. Fruchtumfahrung deaktivieren. Hier bei den Geschwindigkeiten. Ne? Wendemanöver 15 auf dem Feld Vollgas.
wenn der das möchte. Rückwärts mit 15, der hat ja keinen Anhänger. So, in den Einstellungen, erweiterte Einstellungen, spät anheben, früh absenken. Das ist erstmal das. Okay, das aus, wir gehen hier auch rein. Hier, früher rufen ab 100%. So, was ich jetzt vergessen habe, keine Ahnung, werden wir dann entsprechend finden. Jetzt bin ich neugierig. Ach, seht ihr, ich muss hier 90% Kurvengeschwindigkeit, ne? Besser ist das. So, und jetzt will ich mal sehen, ob ich den zum Hof kriege, ohne dass der einen Unfall baut. Das muss nämlich, ne? Wir wollen ja hier weitmöglichst alles automatisieren. Und da müssen wir schon schauen. Wo könnten wir was verbessern, dass es funktioniert? Wo könnten wir vielleicht noch was ergänzen? Und wir werden auch sicherlich stellenweise Gefahrenpunkte auf der Map haben, wo die Fahrzeuge, wenn die sich begegnen, sich gegenseitig behindern und wir greifen dann da ein. Da werden wir nicht drum rumkommen. So, jetzt begleite ich ihn aber nicht den ganzen Weg, sondern sollte er irgendwo hängen bleiben, gucken wir da noch mal. Er ist nicht einmal hängen geblieben, dank der Tatsache, dass das Schneidwerk halt außen keine Kollision hat, ne? Sonst wäre das wahrscheinlich Essig gewesen. Dann hätte ich da alle 2 Meter eingreifen müssen. Aber nee, so wie es jetzt ist, scheint's gut. Er hat auch nicht angehalten, weil die Kollision ihn blockiert hat. Das läuft. Ja. Ich habe übrigens von der Marizell einen Hinweis bekommen. Marizell. Ja, das merke ich mir irgendwann nochmal. Es scheint da Stellen am Hof zu geben, die man umbauen kann für eine zweite Hofzufahrt. Müssen wir gleich nochmal ein Auge drauf werfen. Das machen wir mit dem Drescher. Den müssen wir auch irgendwo einparken. Ich will den aber nicht. Naja, er ist da. Er ist da, der Drescher. Wenn der Motor aus ist, dann. Ah ja, okay. Ah, es hat ja geklappt. So. Das muss hier irgendwo sein. Wir haben letztes Mal mit dem Pickup hier geguckt. Nee, hier nicht. Jetzt gucken wir mal eben zu Fuß. Es muss halt, wie gesagt, eine Stelle hier geben, wo man von der Straße aus ein bisschen was umbauen kann, damit man eine zweite Zufahrt zum Hof hat. Das wäre schon nicht verkehrt. Das wäre schon schön. Schien schon schön. Hier ist Straße. In der Tat. Die führt hier nahe beim Hof lang. Ah, man müsste die Leitplanke wegnehmen. Und dann die Leitplanke, die Bäume, wahrscheinlich mit der Fräse hat sie das gemacht, so wie ich das gesehen habe. Und dann kann man hier so die Zufahrt mit ein bisschen Terraforming. Ja, also wer das will, ne? Okay, jetzt brauche ich noch schnell einen Parkplatz für den Drescher. Schauen wir mal. Finde ich. So. Pickup weg. Du bleibst stehen. Drescher, Parkplatz zuweisen. Ja, jetzt ist hier auf dem Schneidwerk zugewiesen, ne? Ja, ist eigentlich egal. Parken Hof, parken Drescher 01, Rechtsklick, weil das Schneidwerk werden wir von dem Drescher nicht abnehmen, ne? So,
er fährt auf jeden Fall los. Das heißt, er erkennt den Kurs. Ob das Einparken klappt, sehen wir dann gleich. Was brauchen wir noch? Ein Strohsammler. Oh ja, Strohsammler. Der Anhänger, ganz wichtig. 1000, nee, 1.455.000 haben wir auf dem Konto. 1.455 Euro. Das wäre ein bisschen wenig. Da würden wir jetzt schon scheitern. Würde ich sagen. Ja, der Pickup, der parkt sich auch selber ein. Das ist so schön. Ne? Die machen alles quasi von alleine. Ah, schön, ne? Das passt. Das passt. Okay. Ich muss. Ja, pack dich weg. Den Traktor. Der muss hoch zum Fahrzeughändler. So. Kein Weg gefunden zum Fahrzeughändler. Was? Ah, jetzt. Wollte gerade sagen. Will mich doch wohl nicht ins Bockshorn jagen. So, Strohsammler. Wir brauchen unseren Strohsammler. Wo war das denn? Bei Ladewagen, ne? Da ist er. So. Test Area Logo. Die Farben lasse ich auch mal jetzt so, ne? Konfiguration Standard. Aufbau. Wir nehmen mit Aufbau wieder das Maximum. Sammelsystem mit Erweiterung. Ja, der ist ja nur zum Strohsammeln, ne? 83.500 Euro. 2.500.000 Liter passen da rein. 21 Meter Arbeitsbreite. Die Mods findet ihr in der Modliste, ne? Den Link zur Modliste. Wie immer unten in der Videobeschreibung. Das ist so und das, ja. Wie immer halt. So. Ab zum Fahrzeughändler. Den Ladewagen einzuparken, das wird allerdings nicht so einfach. Das wissen wir, ne, aus Erfahrung. Der lässt sich rückwärts nicht überall hindrücken. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen ihn. So, Hof. Und während der jetzt auf dem Weg ist und den Ladewagen zum Hof bringt, aber wir sind ja noch lange nicht fertig mit unserer Shoppingtour, ne? Aber wie gesagt, während der jetzt auf dem Weg zum Hof ist, den Ladewagen wegbringen, müssen wir jetzt einen Stellplatz für den Ladewagen suchen. Das mache ich mal eben nebenher. Ah ja, der ist schon ganz nahe. Ich halte den mal eben an. Ich bin der Meinung, Ladewagen 1. Bin der Meinung, einen Platz gefunden zu haben. Denn ich habe hier gesehen, dass die Abstände ja eigentlich ziemlich groß sind zwischen den Balken bei den normalen Stellplätzen. Wir haben hier so viele Stellplätze. Also alles, was Autodrive rückwärts rangieren kann, werden wir gut unterbringen können auf dem Hof. Nur werden wir dann früher oder später irgendwo wohl dann doch auch wieder eine Durchfahrhalle brauchen. Das ist eine Vermutung, ne? So, gucken wir. Jetzt geht's ans Eingemachte. Der Pickup hat sich vorbeigemogelt. Ja, alles gut. Na, da habe ich beim Einfahren hätte ich mir da mehr Mühe geben müssen, wa? Nee, seht ihr? Hier. Da sagt die Kollision wieder, nö, passt nicht, machen wir nicht. Also den Ladewagen kriegen wir da nicht rückwärts mit Autodrive. Das ist dem zu eng. Brauche ich eine andere Alternative. Das ist schon wieder, ne? Aber ich will es ja von Anfang an ordentlich haben. Bleibt mal hier stehen.
Wo ist mein Pickup? Da ist mein Pickup. Okay, gucken wir. Nur mal kurz. Das sieht hier so aus für mich, als wenn hier zahlreiche, unzählige Ballen eingelagert sind. Ich habe aber keine Ahnung, wie man die rausbekommt, ne? Das hier bei dem Abgabe der Ballen ist hier. Kann man hier runter? Dann hier drauf vielleicht? RE? Nee. Keine Ahnung. Also es sieht so aus, als wenn hier ohne Ende Ballen eingelagert sind. Wenn dem so ist, ich habe keine Ahnung, wie man die da rausbekommt. Kann ja auch sein, dass das nur so gemacht ist, dass es schick aussieht, ne? Ich weiß das nicht. Vielleicht weiß das jemand von euch. Ich weiß das nicht. Ja, ich suche noch mal weiter. Ja, bis auf Weiteres müssen wir den halt von Hand einen Meter rückwärts fahren. Es geht nicht anders. Wir brauchen aber, damit wir starten können. Oh. Oh. Wir brauchen, damit wir starten können, noch unsere Seemaschine. Such, 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 such. Update. Vor EU bei Anton. Anton. Arthur. Wie komme ich auf Anton? Bei Arthur. Im Mai 2020 für uns die Alleskönner Direktsaat-Seemaschine. So. Wichtig, ganz wichtig, ne? Keine Flagge, ich nehme meine Flagge. So. Heavy Duty Track Tires. Wisst ihr ja nicht, ne? Aber die kennen wir. So, 276.000. Die müssen wir auch abholen beim Fahrzeughändler mit dem Traktor. Er kennt den Weg immer nicht. Muss er erst immer 20 Meter vorfahren. Aber das kennen wir, das ist normal. Das hatten wir bei anderen Maps auch. Geh weg. Warum machst du das mit mir? Hier sind genug Wege. Sind zu viele Wege, ne? Das ist es wieder. Sind zu viele Wege. Ja. So, Moment. Ja. Es gibt so viel zu tun und so viel zu zeigen. Ich wollte kürzere Videos machen, ne? Ja, guck mal. Sind schon wieder fast 23 Minuten. So. Nonplusultra Seemaschine. Parken Seemaschine 01. Bin mal gespannt, wie viele Geräte wir da so kriegen werden. Ob das hier mit dem Einparken klappt. Die Wendigkeit scheint aber hier gegeben zu sein. Okay. Ja, sehen wir es, ob es heile ankommt. Also den Weg hat er schon mal geschafft. Er ist zwar einmal angeeckt, an einer Laterne natürlich, und bei einer anderen Laterne einmal dran lang geschrammt, aber er ist selbstständig, ohne hängen zu bleiben, zum Hof gekommen. Mit der Seemaschine. Die ist aber auch lang, ne? Und die kann er einparken. Ach du Schande. Guck mal, wie weit die raussteht. Die ist doch ständig im Weg dann. Okay, wir können dann da natürlich noch von Hand nachbessern. Und sie so weit reinstellen. Das sollte reichen, oder? Wohl gehen hier die Spuren lang. Ach, wird das eng. Na, wir werden sehen. Ob, wenn sie im Weg ist, ist sie im Weg. Wenn es passt, dann passt's. Es ist, wie es ist. Ja, so schon mal das erste Equipment da. Jetzt haben wir fast alles, was wir brauchen, um mit dem Geldverdienen zu beginnen. Wir brauchen noch ein Feld, ne? Ja.
Wir haben ein bisschen mehr als 1 Million auf dem Konto. Hier ist die Feldausfahrt. Feld 1 kostet 916.000. Aber Feld 1, 1, 1 wäre sinnvoll. Ne? Klein ist das garantierte. Ich kaufe das jetzt. Ne. 1. So. Auch kaufen. Das ist unser erstes Feld. Wie kommen wir dahin? Indem wir zum Schweinestall hüpfen. So. Die Richtung. Oh. Oder auch nicht. Ja, wir gehen trotzdem. Habe ich beschlossen. Wir gehen jetzt hier Feld 1 besuchen. Ach. Ach. Deshalb ist das so teuer. Guckt euch mal die Größe an. Oh. Ja, hallo. Das wird was. Das wird was. Es ist Weizen drauf, 50% gedüngt im Wachstum. Muss ich nichts machen. Wir haben alles da. Weizen ist perfekt. Ich werde jetzt die Zeit vorspulen, dann können wir hier nächstes Mal das erste Mal ernten und guckt euch das Feld mal an. Das wird funny. Mit den Bäumen und allem und hoch und runter. Und wir müssen Feldinseln einplanen, die umfahren werden müssen. Ne? Strommasten da zum Beispiel. Ich gehe davon aus, der hat Kollision. Also die Formen der Felder verlangen unserem Cosplay alles ab. Guckt's euch an. Aber ja, machen wir, ne? Kriegen wir hin. Nächstes Mal das gigantische Feld. Und auch die Ecken. Man muss sich mal die Ecken angucken. Hier rum, darum. Das ist. Ah, hier ist ein Weg. Feldweg ist immer gut. Hier kann man eventuell schon mal sehen. Wegen den Fahrzeugen. Feld muss ja auch umrundet werden. Wir haben ja Glück, dass wir sehr gute Spezialmaschinen haben. Extra ausgelegt für große Felder auch, ne? Das sah aus wie Kuhstall. Ja, das, also das wird spannend. Dann werden wir das machen. Nächstes Mal vorspulen hier für die Weizenernte. Und dann werden wir sehen. Was mich halt nur beschäftigt, ich frage es euch nochmal, sind die Ballen hier im Lager. Sagt mir doch mal, ist das nur Dekoration oder sind die hier wirklich eingelagert? Es wird mir nirgendwo angezeigt und ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man die auslagert. Denn wenn man die dann auslagern kann, ne, können wir die ja verkaufen. Wir brauchen keine Ballen. Ganz klare Geschichte. Brauchen keine Ballen. So. Da müssen wir auch noch mal gucken. Aber da sollte der durchpassen, der Traktor mit dem Anhänger. Ja, beim nächsten Mal geht's dann los. Die erste Ernte, das erste Mal Geld verdienen, das erste Equipment ist da. Auf das neue Feld bin ich sehr gespannt. Und dann werden wir das auch erstmal alles ins Silo einlagern, was wir da runterholen, sowohl Stroh als auch Weizen. Und dann werden wir es verkaufen. Ja. Ja. Wir werden sehen. Also das baut sich hier auf. Ich bin gespannt. Das Feld, also die Form und so, ne? Hammer. Hammer. Das wird interessant. Unser Cosplay muss da was tun. Vielen lieben Dank erstmal wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, für eure Kommentare. Die Daumen nach oben freuen mich sehr. Danke, 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 danke. Und ja, ich war bin und bleib Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Bleibt gesund und mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.